Neuer Shop in ganz genau 23 Sekunden. Vergesst nicht wie immer davor zu liken und natürlich auch zu abonnieren. Danke für euren Support. Noch eine wichtige Info, braucht ihr jetzt noch ein Tutorial, wie ihr das Ganze auch auf dem Handy freischalten könnt oder nicht? Weil dann lade ich dazu noch ein Video hoch. Denn ihr wisst es ja, aktuell gibt es den gratis Skin. Kann man auch ganz easy auf dem Handy freischalten. Einmal bitte ich in die Kommentare reinschreiben und ich nicht, damit ich ungefähr sehen kann, wie viele noch dazu ein Tutorial brauchen, wie das Ganze geht. Und übrigens, den Skin kann man sich bis zum 16. Juni abholen und die Aufgaben, danach habt ihr echt unendlich lange Zeit, hier steht ja nicht zeitlich begrenzt, also für die Aufgaben habt ihr unendlich lange Zeit, den Skin abzuholen bis zum 16. Juni. Was haben wir heute im Shop? Let's go! 2,4 für das ganze Bundle, das Beste ist oder so das Emote, kann ich schon mal sagen. Ich glaube, eine minimal seltene Sache ist auf jeden Fall dabei. So, schauen wir uns mal das neue Bundle an. Ali A Skin ist im Shop. Ich glaube, das ist wirklich der erste Ikonen-Skin mit so vielen Stilen. Der Skin gefällt mir jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so mein Fall. Der Stil ist nicht schlecht, der gefällt mir. Aber die ersten zwei fühle ich nicht so sehr. Ja, der ist auch in Ordnung. Was haben wir hier? Ist das animiert hier? Ja, das ist so ganz, ganz leicht animiert. Ist nicht schlecht. Also mit Maske fühle ich auf jeden Fall zu 100%. Mit Maske offen eher weniger. Aber hier kann man sogar nochmal die Maske schließen. Okay, der letzte Stil ist schon heftig. Lichter an, Lichter aus. Was passiert hier? Kann man das hier irgendwie vielleicht besser erkennen? Lichter an, Lichter aus. Also ich erkenne nur bei den Augen einen Unterschied, dass das nicht mehr so krass leuchtet. Okay, auch hier in verschiedenen Effekten verfügbar. Ist cool, also ein paar Stile gefallen mir, ein paar nicht. Backbling gibt es in zwei Varianten, einmal klein und einmal, glaube ich, groß. Ja, groß fühle ich jetzt nicht so. Das Kleine ist ganz okay. Ansonsten, das Gleiter ist krass. So Art Gleiter gibt es ja schon, aber der ist cool. Der ist nice, Spitzhacke. Oh, die hat einen nicen Sound. Die hat einen sehr nicen Sound und sieht auch verdammt gut aus. Also die Animation, die gefällt mir. Aber das Beste ist das hier. Das ist wirklich das Beste. Und vor allem Fortbewegung, die Musik ist eh lustig. Dann gibt es hier die Lackierung. Ja. Skippen wir. 1,8 einzeln mit Gleiter. Was gibt es hier für Stile? Hätten wir fast verpasst. Ja, okay, man kann die ganzen Farben ändern. Das ist cool, das ist cool. Die Spitzhacke ist nice, gefällt mir. 800. 500 perfekt. 500 ist auch in Ordnung. Ansonsten haben wir hier Fluff wieder zurück. Ja, Fluff sollte mal definitiv ein paar Stile dazu bekommen, ne? Habe ich ja schon öfters erwähnt. Cooler Skin, cooles Backbling. Verändert hier auch den Gesichtsausdruck. Einmal böse, einmal lieb. Dann gibt es hier Spitzhacke. Habe ich auch ganz ehrlich nicht viel zu meckern, der Kollege. Ja, ist es nicht eher so ein Halloween-Skin? Ich weiß nicht, was mit Epic Games los ist, aber die hauen voll gemischt die Skins raus. Naja, Skin geht so, geht so, geht so. Könnte auch eventuell mal ein Zweitstil bekommen, auf jeden Fall. Spitzhacken. Sound ist ganz cool aussehen, eher weniger wegen den doppelhändigen Spitzhacken. Gleiter ist cool, Fledermausi. Zu guter Letzt hier im Shop. Ich glaube, dass der Kollege minimal selten ist, aber muss nicht sein. Ich schaue mal kurz nach für euch. So, hatte ich recht? Nee, ich hatte gar nicht recht. Der ist stolze 36 Tage. Es ist nicht selten, ist im Shop. Das seltenste ist Flytrap mit 183 Tagen. Fragt mich nicht, was ich mit dem Skin wollte in der Season 4. Aber ich war so hyped auf den Skin. Ich kann mich noch daran erinnern, Season 4. Ich habe mir die Leaks angeschaut und dachte mir so, den muss ich haben. Fühle ich nicht mehr so wirklich. Team Burger für 100 kann man mitnehmen. Team Tomate genauso für 100 kann man einpacken. Ansonsten Pumpernickel ist das zweitseltenste heute vom Shop. Obwohl, nee, ist es sogar nicht. Das ist 66 Tage alt und das ist 68 Tage alt. T-Pose ist nice. T-Pose schmeckt. Ansonsten gibt es nichts Krasses mehr im Shop. Vergesst nicht wie gewohnt meinen CC zu benutzen. Kuss geht raus und es war es dann auch hier schon mit dem kurzen, knackigen Shop-Video.